weiter geht's mit Nummer 2 meines Vlogs. Heute mal zu einem Thema, wo ich oft gefragt werde, macht das eigentlich irgendwas aus, ob das jetzt Partei oder Parlament, ob das Abgeordneter oder Landesvorstand ist? Naja, dazu erzähle ich euch ein bisschen was heute hier aus Berlin. Entschuldigung, nicht Berlin, sondern Siegen. Siegen ist heute das Thema und die Stadt. Tja, Berlin war es nicht, es ist natürlich Siegen, Siegerlandhalle. 71. ordentlicher Landesparteitag der FDP in Nordrhein-Westfalen. Hört sich formal an, ist es auch in Teilen, denn das Gesetz, die Verfassung sagt an bestimmten Stellen ganz deutlich, wie Parteien mitwirken an der Frage, wie Politik in diesem Lande funktioniert. Und da sind wir ein bisschen schizophren als Politiker. Wir sind auf der einen Seite Parteimitglieder und wir sind auf der anderen Seite Parlamentarier, Abgeordnete. Das geht manchmal ineinander über, aber gerade was die finanziellen Fragen angeht, muss man das sehr sauber trennen. Bei mir kommt eine doppelte Schizophrenie. Denn ich bin auch noch Landesschatzmeister und das ist mein Job hier. Da muss ich mich auch drum kümmern. Ja, und was ich als Landesschatzmeister dann so berichten muss, das seht ihr gleich da hinten auf dem Rednerpult. Ich finde es besonders gut als Landesschatzmeister, wenn ich einen Generalsekretär habe, wo ich nicht jeden Tag fragen muss, hast du wieder neue Ideen, Geld auszugeben, sondern hältst du dich an die guten Ideen, die du bereits vorher mit uns abgesprochen hast. Denn hier gilt für die Partei das, was für die Politik insgesamt gilt, gespart wird auf der Ausgabenseite. Sag mal, habt ihr den Solms gesehen? Ach, darum geht es auf einem Parteitag auch. Schön alles strukturiert, in dem Falle Niederrhein. Und ihr wisst ja, ich komme vom Niederrhein, das ist das, wo die Rheinländer, die eigentlich immer Berge im Rücken haben wollten, voll in die Pläne gegangen sind. Aber so ein Parteitag, der ist nicht einfach nur Wählen von Leuten, der ist nicht einfach nur irgendwelche Beschlüsse, der ist das, was Politik ausmacht. Ideen, die da sind, die auf der Straße liegen, die auch Probleme der Straße darstellen, hier hinzubringen, zu diskutieren, Ansätze zu finden. Nicht nur Gesetze zu machen, das ist Parlament. Regierung zu kontrollieren, das ist Parlament. Es ist nicht immer einfach und für viele von euch wird das so aussehen, ist doch eigentlich alles dasselbe, ob Partei oder Parlament. Nein, ist es nicht. Beides ist notwendig. Nur so funktioniert Demokratie. Also, bis zum nächsten Mal und dann vielleicht mit einem berühmten Schnurrbartträger.